Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Um nicht jede Note einzeln bearbeiten zu müssen, bietet sich auch bei der Bearbeitung von Audioaufnahmen die Quantisierung an. Hier mithilfe der Flex-Technologie. Wenn Sie es nur mit einem relativ kurzen Take zu tun haben, dann ist es natürlich kein Problem, jede Note einzeln zu bearbeiten. Wenn Sie allerdings längere Stücke anpassen müssen, dann kann das schon mal nervig werden. Aber auch dafür gibt es eine Automatisierung, und zwar die Quantisierung mit Hilfe von FlexTime. Dazu werde ich jetzt mal diese Region wieder in ihre Ausgangsform bringen. Und zwar mache ich hier einen Rechtsklick oben drauf und lösche alle manuell erstellten Flexmarker. So, wir haben jetzt wieder unsere timingmäßig fraglich eingespielte Spur und wir könnten jetzt sofort hingehen und uns hier die Regionsparameter aufrufen und eine Quantisierung einschalten. Allerdings bedient sich diese Quantisierung an den Flexmarkern, das heißt, sie guckt sich an, okay, hier ist ein Flexmarker, den muss ich auf einen richtigen Wert setzen und diesen und diesen. In diesem Fall gibt es allerdings zu viele Flexmarker. Wir bräuchten einen hier, hier, hier und hier. Diesen hier bräuchten wir zum Beispiel nicht. Und um Transientmarker anzupassen, doppelklicken wir diese Region. Dann öffnet sie sich im Sample Editor, hier unten im Editierbereich. Und ich zoome hier jetzt mal so ein bisschen raus, damit wir die ganze Region uns ansehen können. Wir haben hier oben aktiviert unseren Transient-Bearbeitungsmodus. Wenn ich den deaktiviere, kann ich die Audioregion normal bearbeiten und in diesem Modus bearbeite ich die Transient-Marker. Ich kann mit dem Stift-Werkzeug, das hier als mein sekundäres Werkzeug aktiv ist, neue Marker erstellen. Und ich kann mit dem Radiergummi-Werkzeug bestehende Marker löschen. Da bin ich allerdings wieder bei meiner manuellen Arbeitsweise angelangt und das wollte ich ja nicht. Was ich aber machen kann, ist, die Schwelle herunterzusetzen, bei der Logic diese Marke erstellt. Und das mache ich durch Klicken auf diese Plus- und Minus-Symbole. Und je öfter ich klicke, desto höher wird die Hemmschwelle von Logic, einen Marker zu erstellen. Das heißt, der Ausschlag in der Waveform muss größer werden, damit ein solcher Marker erstellt wird. Und ich gucke mir jetzt speziell die Stellen an, wo ich einen Marker nicht haben will, zum Beispiel hier, und klicke so oft auf das Minus, bis dieser verschwindet. Dann gucke ich einmal kurz durch die Region und sehe, alles klar, es sieht gut aus. Jede Note hat einen Marker und es befindet sich kein Marker mehr, wo ich keinen haben will. Das heißt, in irgendwelchen Zwischenstücken. Jetzt kann ich den Sample Editor verlassen, indem ich hier unten auf Sample Editor klicke und kann meine Quantisierung durchführen. In diesem Fall haben wir es hier mit Achtelnoten zu tun, deswegen klicke ich bei Quantisierung auf Achtelnoten. Und ganz automatisch wird jeder dieser Transient-Marker auf einen Achtelwert geschoben. Wenn wir das mal anhören. Ist das alles perfekt im Time? Einige Anpassungen würde ich dann trotzdem noch machen, und zwar sind das hier diese Lücken, die mir hier ein wenig zu groß erscheinen. Aber auch nach der Quantisierung kann ich nach wie vor Bearbeitungen durchführen, wie vorher auch, und kürze hier einfach diese Lücken etwas ein. Zoome raus, gehe an den Anfang mit der 0 und höre nochmal rein. Und so habe ich mit ganz wenigen Klicks das Timing meiner Bassspur korrigiert.